sehen wir wieder bescheuert aus heute, Andreas. Das sage ich hier noch. Aber alles für den Dackel, alles für den Club. Ja. So, moin Leute. Wir waren lange nicht online. Und da haben wir gedacht, so kurz vor Weihnachten lassen wir mal wieder was von uns hören. Was haben wir auf dem Plan heute? Ach, Movocross, ne? Movocross, genau. Über Movocross würde ich gerne mal was erzählen. Erzähl mal. Uff, wir haben absolut volles Starterfeld gehabt. Renntrecker wie Autocrosser. Das war schon eine coole Sache. Da waren auch ein paar Kracher dabei, ne? Autocrosser, Renntrecker auch, ne? Ja. Ja, war wieder toll. Unsere Zuschauer haben uns wieder gut unterstützt, waren da. Ja, so weit, so gut zum Rennen, ne? Geile Party gehabt, geile Band. Genau. Müssen wir auch, ja, für nächstes Jahr mal gucken, ob wir die wieder kriegen oder ich glaube, es wird schwer. Aber wir sind schon dabei, was Adäquates, anderes, Vergleichbares aufzutreiben, ne? Naja, ob es das nochmal so gibt, ach, die waren schon sehr gut, ne? Ja, aber unsere Helfer, die waren gut. Die Helfer waren heftig, was? Ne? Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt hatten. Ich glaube 170, ne? 170 insgesamt. Helfer. Ja, kommen wir dann nochmal zur Helferparty nachher, ne? Mhm. In einem weiteren Teil. Ja, Helfer waren wir noch da. Und alle Helfer, nochmal ganz großes Dankeschön, alle umsonst. Alle für den Verein, alle fürs Dorf. Da lebt die Dorfgemeinschaft durch, ne? Ist halt eine geile Dorfgemeinschaft hier. Alle sind dabei, alle freuen sich da drauf. Es gibt keine Beschwerden und was wollen wir mehr? Die Wenn Gemeinde. Ihr dabei seid, machen wir weiter und dann haben wir jedes Jahr eine tolle Fete. Unsere Ämter, haben die irgendwie was zu meckern gehabt? Uff. Kleinigkeiten, gut. Parkplatznot, Nöte, eine Hauptstraße, aber sonst. Regeln das kriegen wir alles hin. Besser. Genau. So, dann haben wir eine schöne Helferparty für euch gemacht und es waren sage und schreibe, ich glaube so 120 von euch waren da. Ich fand es klasse, tolles Essen von Svenio, war ja. Lecker, Spaß gemacht. Hat der Roberto gut gekocht für uns, ne? Ja, Roberto hat es rausgehauen. Ne? Tolle Getränke, Clemens hat Musik gemacht, war rundum eine tolle Veranstaltung. Wir sind alle ein bisschen betrunken nach Hause gegangen. Ja. War auch wieder toll, alle waren wieder dabei, oder nahezu alle, die konnten. Ja. Ja, so, dann hatten wir kürzlich erst unsere Jahreshauptversammlung. Oh ja, oh, da gab es ja viel zu beschließen, ne? Und die, wann war die denn? Am 3.12. Am 3.12. Und am 3.12. mussten wir leider feststellen, hattet ihr alle irgendwelche anderen Termine. Weil die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung, die war ernüchternd. Ja, das war nicht so ganz so doll, da waren knapp über 20 Leute. Wir sind ja 128 Mitglieder jetzt. Wie viel? 128. 128. Mittlerweile für einen Verein, der 2015 gegründet ist, ist das schon nicht schlecht. Ja, auf der Jahreshauptversammlung, was haben wir beschlossen? Neue Satzung? Eine neue Satzung, genau. Wofür eigentlich? Neue Satzung, dass wir jetzt die Freistellung beantragen können beim Finanzamt. Das geht jetzt los, das ist in der Pipeline. Das heißt, dass wir Spendenquittungen später ausstellen können und so eine Sache. Was sagt man gemeinnützig dazu? Gemeinnützigkeit. Gemeinnützigkeit. Ist ja, aber genau. Der Antrag geht auf Freistellung. Und ja, haben wir lange rumgebuhlt und gemacht, getan, geackert und dieses Jahr soll das noch laufen, der Antrag, dass wir zu diesem Jahr noch die Genehmigung rückwirkend dann kriegen. Was haben wir noch gemacht? Achso, wir werden noch Mitglied im Landessportbund, beim Kreissportbund, beim Fachverband für Motorsport in Niedersachsen. Donnerschlag. Ja, das hat was mit Übungsleiter und Kurse können wir da machen. Wir sind versichert. Die Fahrer sind versichert, die Mitglieder sind versichert darüber. Das ist alles eine tolle Sache. Wenn wir das geschafft haben, dann haben wir. Ja, was wir noch besprochen haben beim Entschuldigung, bei der Jahreshauptversammlung ist. Nee, wir haben gewählt, einen neuen Vorstand. Den neuen alten Vorstand. Den neuen alten, also einstimmig wiedergewählt. Vielen Dank dafür nochmal für das Vertrauen, was ihr uns da entgegenbringt. Genau. Und was wir noch besprochen haben, ist, dass wir die Jugendarbeit unheimlich ausbauen wollen. Also, keine Ahnung, da hatten wir ja schon ein paar tolle Ideen. Für die Kleinen so einen Renntrecker bauen, war die eine Geschichte. Ne? Genau, dann gibt es vom ADAC gibt's so ein Minicrosser-Projekt. Minicrosser-Projekt ist so ein kleiner Autocross-Buggy, so wie Felix den fährt, bloß in Mini-Format mit so einem kleinen 13 PS Honda hinten drin.
Und das geht ab 6 Jahre los, die Nummer. Und ja, wird vom ADAC auch unterstützt. Und da wollen wir mal gucken, dass wir die Jugend nach vorne kriegen. Also, und nächstes Jahr die Jugend schon mal vormerken, wir machen das für euch. Genau. Ja. Wichtig. Ansonsten war es das für dieses Jahr, ne? Ja, noch nicht ganz, ne? Wir haben jetzt noch Weihnachten, wir haben noch Silvester. Gucken wir mal, vielleicht machen wir noch mal einen Open Hus, schauen wir mal. Da geben wir euch dann noch Bescheid, wenn wir das beschlossen haben. Und ansonsten, schöne Weihnachten und guten Rutsch. Guten Rutsch, bleibt gesund. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.